Wie bereits vor 2 Jahren in London nutzte der hiesige Tourismusverband die Olympischen Spiele in Sotschi, um die Region vor Ort in Russland zu bewerben. Aber nicht nur aus gesellschaftlicher und werbetechnischer Sicht waren die Olympischen Spiele ein Erfolg für das Paznaum. Erstmals war mit Marco Ladner aus Matone auch ein einheimischer Sportler mit von der Partie. Wenig verwunderlich, dass auch die Daheimgebliebenen beim Public Viewing im Silfretta Center mitfieberten, wenn sich der jüngste männliche Freestyle-Skifahrer der Olympiageschichte den Extreme Park von Rosa Kutor hinunterstürzte. Ja, ich bin natürlich schon stolz, oder? Dass er überhaupt dabei ist. Das ist ja für ihn schon der Erfolg, dass man mit 15 Jahren zur Olympiade kommt. Und wir wissen natürlich schon, dass er nicht irgendwo vorne mitmischen kann, sondern dass für ihn der Erfolg schon ist, wenn er irgendwo in der 20 ist. Das hat er selber gesehen. Angst hat Ladners Großmutter nicht um ihren Enkel. Ich bin da eigentlich positiv. Ich vertraue darauf, dass er gut trainiert ist. Und fürchten kann man sie überall. Er kann daheim genauso eine Art alle Kugeln oder irgendetwas sonst stellen, als wir jetzt da bei seinen Sprüngen. Und ich habe ihm auch schon zugeschaut, wie er sich konzentriert. Und es passieren kann überall etwas. Wir wollen es ja nicht verschreien. Oder? Kaum zurück aus Sotschi findet man Marco Ladner da, wo er sich am wohlsten fühlt. Beim Training im Ischgl Fun Park. Auch nach seiner ersten Olympiateilnahme hat der Sportler noch ambitionierte Ziele. Geschichte hat er aber bereits mit seiner ersten Teilnahme geschrieben. Ich habe nicht ganz genau gewusst, ob ich jetzt wirklich der Jüngste bin, aber was ich mir nachher gesagt habe, war ich schon ein bisschen stolz. Und ich möchte auf jeden Fall noch bei der nächsten Olympiade und vielleicht hier drauf auch noch dabei sein. Über mangelnde Unterstützung seitens der Bevölkerung kann sich der 15-Jährige nicht beklagen. Es fühlt sich schon gut an, weil wir haben noch viele gratuliert und Glückwunsch. Und dass es alle noch so taugt, hatte ich jetzt nicht gedacht, aber es hat jedem gefallen eigentlich. Unten in Ischgl war sogar live, hat man zuschauen können bei meinem Bewerb. Und da bin ich schon voll dankbar für die Unterstützung. Bevor es für Marco aber wieder ganz olympisch dabei sein ist alles heißt, stehen ihm noch zahlreiche weitere sportliche Highlights bevor. Ja, ich will jetzt, also jetzt ist dann gleich mal Junioren-WM, da möchte ich mitfahren. 2015 ist Europäische Jugendolympiade und 2016 die Jugendolympiade und da möchte ich schon auf eine Medaille arbeiten.